Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr mich mal von vorne, live, ja. Ich war heute Morgen beim Friseur, da habe ich mir gedacht, komm, wenn du schon mal die Haare schön hast, ne, dann zeigst du dich auch mal, damit ihr auch mal wisst, mit wem ihr es denn hier so zu tun habt, ne. Wenn ich die ganze Zeit hier rumlaber und ihr immer nur meine Hände seht, ne, dann wisst ihr jetzt auch mal, also hinter Susis Kreativwelt steht dieser Mensch, genau. Heute habe ich ein Kooperationsvideo für euch. Das ist eine Kooperation mit Saramond. Die hatten bei mir angefragt, ob ich mal ein Diamond Painting vorstellen würde auf meinem Kanal. Ich durfte mir dann eins aussuchen. Und hatten mich auch gefragt, ob ich denn so nett wäre, vielleicht auch mal so Diamond Painting for Beginners zu machen. Das heißt, mal zu zeigen, wie geht das überhaupt? Was ist ein Diamond Painting? Wie sieht das Ganze dann aus, ne? Und das werde ich dann jetzt heute auch tun. Ich drehe jetzt mal die Kamera, ja, damit ihr dann auch seht, um was es geht. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was ich mir da so bestellt habe. So, und da seht ihr jetzt schon, da ist das gute Teil. Hm? Sehr gut verpackt. Sieht jetzt hier so von der Verpackung von außen so aus, als wäre auch der Karton nicht verbeult oder sowas. Wir machen es einmal schnell auf. Ich gucke mal, wo ich es am besten aufbekomme, weil wir haben das hier echt ganz schön zugeklebt, muss ich sagen. Also, aber hier finde ich jetzt gerade meine... Ups, jetzt verschiebe ich hier alles. Stativ, Kamera, wie immer. Ne? Hauptsache ein bisschen Chaos bei mir. So, ah, okay, und noch eine Tüte. So, dann machen wir das einfach mal so, in der Hoffnung, dass ich drunter nichts kaputt mache. Sollte ich jetzt an dem Karton einen Schnitt reinmachen, dann war ich's und nicht jemand anders. Warte, ich hole es mal nach hinten, dann geht das besser. Boah, ich muss mich andauernd wieder räuspern. Ich habe jetzt, glaube ich, schon seit 2 Wochen immer diesen Reiz, mich zu räuspern. Das ist sowas von nervig. So. Also, hier der Karton, also allein schon der Karton ist echt schön, ne? Sieht wirklich schön aus hier mit den Blumen drauf, ne? DIY 5D Diamond Painting. Guck mal hier, noch süß, Best Wishes for You. Jo, genau. Also so sieht mal der Karton aus. Und ihr seht, es ist nirgends eine Delle drin, nirgends eine Beule. Der ist nirgendwo beschädigt. Also das sieht echt gut aus. So, und dann schauen wir jetzt mal rein. Das, ich glaube, ich hatte es geholt in 40x50 von der Größe. Also ihr, wenn ihr euch ein Diamond Painting das erste Mal holen möchtet, dann holt bitte keins, das kleiner ist als 30x40, weil dann kommt das Bild nicht richtig raus. Ne? Also wenn ihr wirklich Details haben wollt und das schön aussehen soll, dann müsst ihr mindestens 30x40 nehmen. Ne? Sonst wird das nichts Richtiges. Ne? Dann ist das unklar. Ja, oder es ist halt so ein ganz einfaches, wie zum Beispiel die vom Action waren. Die sind ja relativ einfach, nicht mit vielen Details und sowas. Da geht das auch in kleiner. Aber generell sollte es mindestens 30x40 oder 30x30 sein. Ne? So, so sieht's aus. Hier sieht es jetzt schon leider nicht ganz so gut aus. Ne? Das seht ihr hier schon, das ist hier verdrückt. Aber das ist nicht so schlimm, das ist nur die Legende. Das kann man nochmal hier rausziehen. Ansonsten ist es schön, es ist eins mit diesem, also nicht mit so einer Klarsichtfolie, weil die finde ich halt immer ganz bescheiden, ne? Also die finde ich nicht gut. Die hier finde ich viel besser, die kann man viel besser abziehen und wieder drüber legen. So, hier seht ihr auch, ne? 40x50, genau. Ich zeige euch dann jetzt auch schon mal hier ganz kurz das Bild. Und zwar ist das so eine Elfe. Komm, mach mal Fokus. Mach mal Fokus. So. Genau, weil viel größer werden wir es nicht kriegen. Ich hoffe, dass so ein Beipackzettel noch da... Ein Beipackzettel? Ja, natürlich. Es ist ja, es sind ja keine Tabletten. So ein Packzettel. So, ein Packzettel dabei ist. Ja, da ist er auch schon. Aber leider ohne Bild. Also meistens ist es ja so, dass auf diesem Packzettel dann auch noch ein Bild ist. Von dem Diamond Painting ist hier nicht der Fall. Ne, hier seht ihr jetzt nur, es sind 35 Farben. Ja, und das ist relativ wenig. Ich habe es extra ein bisschen simpler gehalten diesmal. Ja, weil so mit so vielen Farben habe ich noch genug hier liegen, die ich machen muss.
Genau. So, da haben wir, oh, da haben wir einmal die Steine. Die gucken wir uns gleich an. Wenn ich jetzt noch einmal hier dran stoße, dann wird es aber, glaube ich, eng, dann fällt es runter. So, dann haben wir hier das Set, was halt immer dabei ist. Oh, super, da sehe ich nämlich schon was. Also, wir haben hier einmal drin das Schälchen, ne, um die Steine reinzumachen. Ich benutze immer halt ein noch größeres, aber das ist hier auch okay. Also einmal das Schälchen. Dann haben wir hier einmal, weiß ich nicht, was ist denn das? Keine Ahnung, das sieht aus wie irgendwie doppelseitiges Klebeband oder so. Also habe ich bis jetzt noch nie benutzt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wofür ich es nehmen soll. Finde ich aber vielleicht noch raus. Also da ist irgendwie so ein Stück, sieht aus wie doppelseitiges Klebeband drin. Ja, dann haben wir hier eine Pinzette. Diese Pinzetten liebe ich, die sind super, die sind aus Metall. Also oft hat man da diese normalen Metallpinzetten drin, die halt so eine, also die sind vorne dann nicht, die sind da vorne an der Spitze gebogen, aber sind nicht so sehr spitz. Ne? Mit denen kann ich gar nichts anfangen. Mit denen kann ich höchstens mal einen Stein, wenn der mir aufs Diamond Painting drauf fällt und irgendwo klebt, wo er nicht hin soll, kann ich die höchstens nochmal anheben. Aber ich setze halt sehr gerne die Steine mit den Pinzetten. Und da sind die hier mega. Guckt euch an, die ist halt, warte mal. So, also die ist halt wirklich sehr spitz vorne und die greifen die Steine ganz toll. Und man kann die wirklich super gut setzen, ne, mit diesen Pinzetten. Ich zeige euch das nachher mal an einer Ecke. Ne? Also die sind wirklich toll. Ich liebe diese Pinzetten. Ich mache die mal nochmal drauf, weil ich habe von denen schon einige. Ich habe mir die auch mal extra nochmal bestellt gehabt bei Panda Hall. Die sind super. Also wenn ihr gute Pinzetten sucht, auch für andere Dinge, ne? Auch wenn ihr bei Resin kleine Steinchen draufsetzen wollt oder so, sind die mega. Ja. Also dann haben wir hier die Pinzette. Dann haben wir hier den ganz normalen, was immer dabei ist, diesen Stift. Okay, der bringt jetzt relativ wenig. Das hier ist halt so ein Griff. Dings, ne, damit man auf dem Stift nicht verrutscht. Problem ist, das rutscht. Also von daher bringt es nicht viel. Also man könnte, ja, vielleicht kann man das doppelseitige Klebeband einfach da einmal um den Stift machen und das dann drüber ziehen. Ne? Also das würde zum Beispiel Sinn machen, weil das muss ja fest sitzen. Ne? Und dann kann man das hiermit an, vielleicht ist es auch wirklich dafür, ne? Dann kann man das hiermit wirklich an der Stelle fixieren, wo man es haben möchte, weil manche Leute greifen ja den Stift weiter unten, andere weiter oben. Und kann sich das dann hier passend machen. Also das wäre für mich eine Erklärung. Ja. Hier vorne habt ihr dieses Teil zum Einzeln, also um Steine einzeln zu setzen. Und hier hinten, das müsste ein Neuner sein. Ups, vielleicht sollte ich es in die Kamera halten. Ein Neuner Aufsatz, sodass ihr halt hier aus dem Schälchen, ne, für die, die kein Diamond Painting kennen, dass ihr aus dem Schälchen gleichzeitig aus diesen Rillen hier die neuen Steine aufnehmen könnt und dann gleichzeitig setzen. Ich muss euch sagen, ich mache das nicht gerne. Also ich mache es eigentlich gar nicht, ne? Weil ich setze mir die Steine einzeln, weil ich finde immer, ich habe es nicht drauf, dass das dann gerade wird. Ne? Und ich habe da so ein System, ich setze die, wenn das eine größere Fläche ist, setze ich die im Schachbrettmuster, zeige ich euch auch. Und dann ist es für mich gerade genug. Ne? Genau, also das ist dieser Standardstift, was halt immer so dabei ist. Also manchmal hat man es auch meistens oder oft hat man es ohne diesen Rutschfinger, Rutschdingsschutz. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ne? Genau, das. Und dann hat man auch immer dabei so ein bis zwei von den Wachsplatten. Das hier ist jetzt eine Durchgänge. Normalerweise sind das so Quadrate. Das hier ist jetzt im Prinzip ein Rechteck in doppelter Größe von dem normalen Quadrat. Da drückt man dann halt, ne, das macht man sich hier in den Stift und dann kann man damit die Steinchen aufheben. So sieht's aus. Und dann habe ich eben hier entdeckt, die haben mir hier noch was reingemacht. Haha, oh, der sieht schick aus. Und zwar noch einen Stift, weil ich benutze die hier gar nicht. Ich habe so einen ganz tollen, den habe ich jetzt leider nicht hier. Der ist so gezwirbelt, aber der hier sieht auch super schön aus. Und zwar, wow, cooles Ding. Und dann auch noch in meiner Farbe. Man könnte ja glatt meinen, die hätten meine Videos geguckt. Ja? Also guck mal hier, so ein super schönen, der ist auch schwer. Ja, so ein super schönen Stift. Aber der hat doch, der ist doch hier vorne so klein. Was mache ich denn damit? Guck mal, wie klein das hier vorne ist. Ne? So im Vergleich.
Da kriege ich ja keinen. Ja, da kriege ich ja keinen Stein mit aufgenommen. Oder vielleicht doch. Das testen wir gleich mal. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Und was haben wir hier? Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Müsste ich auch mal probieren. Das ist so, fühlt sich an wie so Gummi. Was ist Gummi? Ah, nee, das ist Wachs. Ah, sehr cool. Das sage ich mir gleich im Lack hier. Nee. Das ist Wachs. Das heißt, ich müsste auch mit dieser Seite die Steine aufnehmen können. Oh, das werden wir gleich mal testen. Das ist ja spannend. Ist das nur hier drauf geklebt? Nee. Was war denn das? So. Genau. Also, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil es hat hier irgendwas hat hier gescheppert. Mein Sohn ist oben wieder am PlayStation spielen. Der schreit da rum. Der ist schon wieder aggressiv. Keine Ahnung. Das ist nervig. So, also den lege ich erstmal nochmal hier rein. Und den gucken wir uns gleich mal an. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Diamond Painting selbst an. Wie gesagt, ich finde es jetzt schade, dass halt das Bild nicht nochmal hier in größer ist. Weil es würde jetzt auch nicht viel bringen, dass ich euch das komplett hier die Folie abziehe. Weil man erkennt es dann trotzdem nicht richtig. Ne? So, wenn ihr dieses, naja, ist auch super, nicht genug Platz hier. Wenn ihr ein Diamond Painting bekommt, ist das halt in der Regel immer gerollt. Ja? Damit man dann, also man fängt, oder man sollte oben anfangen. Ja? Blöde Stativ, wartet mal. So, damit sich das beim Arbeiten halt, damit das gerade liegt, zieht ihr einfach an jeder Ecke mal so ein Stück runter. Und ihr seht jetzt schon hier, wie das aussieht. Da kommen die Flügel. Ich ziehe es jetzt einfach mal ein Stückchen weiter. Und hier kommt das Gesicht. Oh, das sieht aber schon gut aus. Das sieht echt gut aus. Ja, schön. Ich gucke mir mal kurz die Leinwand an. Okay, da sind ein paar Falten drin. Hier sind so ein paar Falten. Ihr könnt die jetzt nicht sehen. Nee, ihr könnt sie nicht sehen. Aber die sind minimal. Weil manchmal habt ihr da so Falten drin, wo Luft drunter ist. Und dann heben sich dort die Steine immer ab. Da kann man dann ein Skalpell nehmen oder ein ganz scharfes Messer und kann dann dort einmal über diese Falte leicht drüber ziehen mit dem Skalpell. Und dann ist diese Blase, nenne ich es jetzt mal, ne, oder diese Rille weg. Hier ist auch wieder so ein bisschen was. Ich glaube, jetzt könnt ihr es sehen, hier so ein bisschen. Nee, könnt ihr nicht sehen, ne? Aber das ist minimal, also das, nee, das macht gar nichts. Da passiert nichts. So, und wie gesagt, wenn man das hier mit allen vier Ecken macht, dann liegt das Diamond Painting gerade. Ich hebe euch mal so, ihr seht jetzt schon, die Seite liegt schon flach. Und jetzt, ne, unten, die brauchen wir eigentlich gar nicht zu machen, weil die lasse ich hier bei mir immer vom Tisch runterhängen. Ich benutze auch normalerweise ein LED-Lightpad für drunter. Das habe ich jetzt leider gerade hier nicht, weil es ging jetzt nur um die Vorstellung und dass ich euch mal kurz zeige, wie es denn funktioniert. Ne? So, dazu stelle ich jetzt euch mal auf dem Diamond Painting ab. Ja, war jetzt auch wieder eine super Idee von mir. Ne? Ich habe keine Brille da. Na, macht nichts. Was ich super toll finde, ist, wenn ich das hier richtig sehe. Wartet mal, ich schütte mal. Ja, super. Jede Farbe von den Steinchen ist schon mal einzeln im Tütchen abgepackt. Das ist mega. Ihr bekommt die normalerweise in so Zellophan-Tütchen, die so aneinander geschweißt sind. Dem kann man sich dann halt entsprechend die, ein Tütchen abschneiden. Und es gibt ja so spezielle Sortierkästen, ne? Irgendwie ist ja alles schief. So spezielle Sortierkästen, wo ihr euch dann die Steine reinsortiert. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Oh Gott, was ist los heute wieder? Genau, und dann euch die entsprechend halt immer in dieses Schälchen halt hier reinkippen könnt, wie ihr sie braucht. Ne? Hier ist das schön, wie gesagt, dass die in den Tütchen sind. Da muss ich sie nicht nochmal extra sortieren, muss nicht nochmal extra die Nummer oben drauf schreiben. Also das ist super, das mag ich. Ne? Da bin ich echt immer dabei bei sowas, weil sonst hat man, letztens habe ich vorsortiert für ein Diamond Painting. Ich glaube, da habe ich schon eine halbe Stunde überhaupt mal oder eine Dreiviertelstunde vorsortiert, bevor ich überhaupt irgendeinen Stein setzen konnte. Ne? Also da
ja, sowas nervt. So, und dann gucken wir jetzt mal. Also normalerweise hat man dann auch immer von diesen Tütchen hier einige dabei, aber normalerweise reichen die da nicht. Ne? Deswegen finde ich das hier von Saramond echt toll, dass die wirklich jede Farbe in so einem Tütchen drin haben. Dann gucken wir uns jetzt mal kurz die Qualität der Steine an. Oh, das sehe ich schon, das sieht gut aus. So. Gucken wir mal. Oh, das sieht wirklich sehr gut aus. Also die sind, boah, da habe ich aber echt viel schlechtere hier zu Hause. Gerade das, wo ich dran bin, das ist so ein Susi und Strolch Diamond Painting, das sind die Steine, die sind so schlecht. Und hier guckt euch das an, ihr seht das, die sind gleichmäßig groß, das sind keine so Nasen dran von der Farbe oder vom Plastik. Die sind wirklich gut und die haben einen schönen Glanz. Sehr schön sind die Steine. Also ich werde jetzt nicht jede Farbe rausholen, weil das wird ja einfach den Rahmen sprengen. Aber ich gehe mal davon aus, ich gucke mal so grob drüber. Ich gehe echt mal davon aus, dass die alle so aussehen. Na, man sieht es hier schon durch die Tüte. Also die sehen wirklich, wirklich gut aus. Also richtig, richtig gute Qualität, die Steine. Echt schön. Ja, die sehen alle gut aus. Also ich glaube, da muss ich gar nicht mal alle holen. Ja, mega. Na, kommt dann auch mal vor, dass hier nur so ein paar Steinchen dabei sind, weil einfach das nur so Akzente sind, die da gesetzt werden. In der Regel ist es halt so, ich hatte so bei den ersten, die ich gemacht habe, hatte ich Angst, oh mein Gott, die Steine könnten nicht reichen, aber nein. Also ich habe schon eine riesige Schachtel mit Steinchen, die übrig sind. Also mir hat noch nie irgendwo was gefehlt. Und ich gehe auch davon aus, ich gehe grundsätzlich immer davon aus, ne, dass es passt und dass es auch hier passt. Also die Steine sind echt toll. Also so eine gute Qualität hatte ich bis dato noch nicht. Ja, die sehen alle gut aus. Super. Ne, da gehen wir jetzt auch gar nicht groß alle durch. Das sieht echt super aus. Ja, sehr, sehr schön. Also damit bin ich schon mal mega zufrieden. Also mit den Steinen, die sind toll. Das macht das auch wett, dass das Foto von dem Diamond Painting nicht auf der Legende mit, auf dem Packzettel mit drauf ist. Ich werde mal gucken, ob ich es euch gleich einblenden kann, damit ihr das auch mal seht, wie es dann im Ganzen aussehen soll. Ne? Weil das Bildchen da auf der Legende an der Seite ist sehr klein gewesen, da konnte man es nicht so erkennen. Ich gucke, dass ich das hinkriege. Ich habe ja die ganze Woche so ein bisschen geübt. Ich hatte ja abends im Hotel immer Zeit. Ich fahre jetzt übrigens nicht mehr weg. Ne? Ich bleibe jetzt zu Hause. Ich kann jetzt wieder basteln. Genau, und da habe ich so ein bisschen hier rumgeübt, was man so alles machen kann. Ne? Unter anderem auch, wie man Bilder einblendet und so weiter und so fort. Und ich gucke, ob ich eins finde und dann blende ich euch das nachher ein. So, und jetzt gucken wir einmal. Also ihr habt hier, ne, für die, die es noch nie gemacht haben. Ich hole das mal so und versuche mal so ein bisschen hier runter. So, also hier sind halt immer verschiedene Zeichen drauf oder Buchstaben, ne? Und auch ein bisschen andere Farben. Und die seht ihr auch hier in dieser Legende. Ne? Ich würde nicht, es geht halt einfach nicht, wenn man mit Handy filmt. Ich kann hier jetzt keinen Fokus irgendwie drücken. Wenn ich da drauf greife, dann stoppt das Video. Das bringt ja auch nichts. Ich mache was anderes. Wartet mal. Ich ziehe hier mal ein bisschen dran. So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Ne? So sieht das aus. Und jetzt müssen wir natürlich gucken auf den Tütchen. Da stehen ja immer, habt ihr vielleicht eben schon gesehen, da stehen solche Nummern drauf. Und im Moment erklärt sich mir gerade noch nicht. Ah doch, ne? Hier hinten habt ihr die Gewichtsangabe 23 Gramm. Das hier ist die Nummer. Ne? Das hier wäre jetzt zum Beispiel die 554. Ja, dann habt ihr hier, ich mache das mal weg und hole das mal nochmal hoch. Dann habt ihr hier an der Legende, oh, das seht ihr gerade, da liegt noch meine Handyhülle. Hier steht die 554 und daneben die 2. Die 2 ist das Zeichen, was ihr dann auf dem Diamond Painting suchen müsst und wo ihr dann einfach den Stein draufsetzt. Ne? Hatte ich erwähnt, dass das ein selbstklebender Untergrund ist? Nö, ne? Setzt man einfach so voraus. Ne? Aber es gibt bestimmt Menschen, die das noch nicht kennen. Genau.
Also, und jetzt gucken wir einmal, was haben wir denn hier oben, damit wir mal so zwei, drei Steinchen setzen, damit ihr das seht. Hier haben wir oben ganz in der Ecke, oder wir nehmen mal was, wo mehr ist, dann kann ich euch das zeigen. Also hier ist so ein Ad-Zeichen. Weiß nicht, ob ihr es erkennt. Und dann suchen wir dieses Ad-Zeichen auf der Legende. Das ist hier unten. Da ist das Ad-Zeichen. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen hier... So, das ist die Nummer 939. Das heißt, wir suchen uns jetzt aus den Steinchen die Nummer 939. Mit viel Glück liegt sie schon hier daneben, aber ich glaube es eher nicht, weil ich denke, das ist irgendwas Graues. 774. Nee. 554. Ah, 939 ist schwarz. Ja, super. Dann schütten wir einmal hier, weil da haben wir einen ganz großen Beutel und die Beutel sind alle zu. Es ist kein einziges Steinchen hier in der Verpackung drin. Ja? Also die Beutel sind alle super gut verschlossen. Von den schwarzen Steinchen haben wir hier größere Beutel. Ne? Also ihr seht, das hier sind die normalen. Die schwarzen sind doppelt so groß und die normalen haben hier, ne, zum Beispiel der hat 6,2 Gramm und das hier sind dann gleich 33 Gramm. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, hier ist in den Bildern ist der Groß, in diesem Bild ist der Großteil des Bildes schwarz. So, die 939. Super. Dann holen wir uns jetzt mal unser Schälchen, kippen da ein paar Steine rein. Ich mache jetzt mal nicht so viele. Man kann die aber ja auch wieder zurückkippen, ist ja kein Problem. So, gut verschließen. Weil wenn die in der Gegend rumfliegen, dann herzlichen Glückwunsch. So, dann schütteln wir das einmal und schieben das so ein bisschen hin und her. Und dann legen die sich in diesen Rillen, die ihr eben gesehen habt, ne, legen die sich dann schon richtig rum hin. Ne? Ihr seht, hier, und das wäre jetzt so eine schöne Reihe, wo man die aufnehmen könnte mit diesem Mehrfachaufnehmer, was ich aber nicht tue. Ne? Ich zeige euch zuerst, wie das halt normalerweise funktioniert. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den Stift hingelegt habe, weiß ich aber nicht. Aber wir probieren jetzt einfach mal, nee. Ich möchte euch das zeigen. Wo habe ich denn den Stift hingelegt? Ist der jetzt weggerollt? Ah, ne, habe ich hier hingemacht. Also, man würde jetzt diesen Stift nehmen, nimmt hier das Wachs, drückt in das Wachs so zwei, dreimal rein. Ups. So, und dann ist das hier drin. Ihr seht, ne? Da ist rot drin und das ist jetzt das Wachs. Und dann nimmt man den Stein damit auf. Natürlich nicht so schief, wie ich es gerade gemacht habe. Das liegt daran, dass das Wachs hier ein bisschen rausguckt. So. So, Stein rausnehmen. So, man macht normalerweise immer hier oben so eine Ecke dann. Ne? Ich muss jetzt hier dran vorbeigreifen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen, weil ich kann nämlich gerade gar nichts erkennen. Wartet mal. So. Na. Und dann gucke ich immer, ich suche mir immer unten links die Ecke aus und versuche den dann da gerade reinzusetzen. Das war jetzt nichts. Der sitzt schief, weil ich habe keine Brille an und ich sitze einfach zu weit weg davon. Wenn sowas passiert, nehme ich mir meine Pinzette, greife mir den Stein nochmal, heb den nochmal ab und deswegen mache ich es eh immer mit der Pinzette, weil damit kann man gerader setzen. Ne? So, ich hole es euch mal nochmal hoch. So, hier seht ihr jetzt, der Stein sitzt jetzt gerade hier drin. Und wenn das so eine größere Fläche ist, ich versuche das irgendwie so für euch zu machen, dass ihr was erkennen könnt. Wenn das so eine größere Fläche ist, dann setze ich die halt immer so erstmal hier in, mit einem Feldabstand dazwischen. Ja. Und ich mache jetzt mal hier unten weiter, so dass hier so ein Schachbrettmuster entsteht. So, also ist echt ganz blöd ohne Leitpad drunter. Ne? Es bringt jetzt nichts, wenn ich es. Doch, ich hole es mal. Ich mache mal kurz Stopp und hole mal das LED-Leitpad, dann seht ihr auch mehr. Hoffe ich mal. Ne? Kleinen Moment. So, jetzt habe ich das Leitpad geholt. Ne? Jetzt sehe ich mehr. Ich glaube, ihr könnt jetzt auch besser erkennen, ne? Weil das andere hat ja nichts gebracht.
Bei Saramond bekommt ihr übrigens auch Zubehör, ne? Zum Beispiel auch diese LED-Lightpads, ne? Und auch Sortierkästen und so weiter. Die haben diese schönen, die sind wie Tic-Tac-Döschen. Na, die finde ich ganz toll, so einen habe ich noch nicht. Werde ich mir vielleicht demnächst aber auch bestellen, weil ich meine zwei, die ich habe, jetzt beide im Beschlag habe und ja, mal gucken. Na, also die finde ich nämlich echt sehr, sehr hübsch. So, und dann zeige ich es euch jetzt nochmal von ein bisschen näher. Also, ne, ich setze die hier halt im Schachbrettmuster und ihr seht, wenn man das mit der Pinzette macht, dann ist es auch gar kein Problem, die gerade zu setzen. Ich persönlich habe halt ein Problem, die mit diesem Stift hier gerade zu bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich an mir. Na, wartet mal. So. Dabei, da muss ich viel mehr. Aber es geht, ja. Aber ich muss irgendwie viel genauer zielen, oder? Ne? Wie soll ich sagen? Also, ich mag es nicht so. Da sitzt er schon wieder, sitzt der schief. Also, wie gesagt, ich bin ein Pinzettensteinsetzer. andere können nicht oder wollen, ne, sagen, Pinzette ist nichts für mich. Ich möchte es mit dem Stift machen. Ja. Also, und normalerweise geht das bei mir auch wirklich schneller. Es ist halt nur, ne, wenn man das Stativ vor sich hat und zwischen den Händen und das liegt dann so weit weg. Aber ihr seht ungefähr, ne, wie ich es meine. Also ich setze mir die so und dann, um die Steine in diese jetzt leeren Räume zu setzen, da nehme ich den Stift. Weil da ist es echt schwierig mit der Pinzette, weil dann schiebt man oft die Steinchen nochmal auseinander. Oh, und ihr seht, das finde ich mega. Das ist jetzt bei denen, die ich bis jetzt gemacht habe, auch nicht zwingend der Fall. Das wirklich, da hängt jetzt ein Stück Wachs dran, das sollte man direkt wegmachen. Dass wirklich die Zwischenräume ausgefüllt sind, ne? Also, das ist sehr, sehr gut. Den habe ich nicht richtig reingesetzt. Also, die Perspektive für mich ist gerade echt sehr schwierig. Ja, aber sehr gut. Also, das wird wirklich dicht. Das finde ich mega. Na, ja, und so verbringt man dann vielleicht abends mehrere Stunden. So lange, bis einem der Rücken wehtut oder bis man nichts mehr sieht. Mit Steinchen setzen, ne? Ich muss jetzt gleich, glaube ich, mal da oben gucken, was da los ist. Der eskaliert ja komplett, der junge Mann. So. Na, und das, ja, wie gesagt, Stein für Stein und am Ende habt ihr ein schönes Bild. Jo, das war's. Also mein Fazit von dieser Kooperation ist, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich finde, die Steine sind eine super Qualität, also die beste, die ich bisher hatte. Die Verpackung, ja, also auch das Abpacken von den Steinen finde ich toll in einzelnen Tütchen, die halt entsprechend die Nummern drauf haben, auch die Grammzahl, also finde ich toll. Pinzette, mega. Und ich wollte ja noch diesen Stift hier probieren. Das machen wir gerade mal noch. Finde ich auch sehr, sehr toll, dass Sie mir den noch mitgeschickt haben. Dafür nochmal vielen Dank. Also lässt sich auch gut aufnehmen. Wir gucken mal. Ja, das ist aber, das liegt an mir, nicht an dem Stift, dass der jetzt so schief sitzt, der Stein. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Hält auf jeden Fall sehr gut da an diesem Wachs. Jetzt probieren wir mal noch mit dieser anderen Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch. Ich probiere es mal, wenn ich da ein bisschen Wachs reinmache. Ob der kann doch keine Steine aufnehmen, oder? Doch, kann er. Oh, das ist aber auch klasse. Ah, das ist super. Oh, der Stift wird mein Freund. Haha, das ist cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der das aufnehmen kann. Aber dadurch, dass diese Spitze halt so klein ist, so dünn, seht ihr natürlich auch genau, wo und wie ihr den Stein setzt. Ne?
Bei dickeren Spitzen, jetzt zum Beispiel hier, sieht man das nicht so genau, ne? Wo man den Stein hinsetzt. Aber bei dieser ganz feinen Spitze hier, das ist ja fast wie eine Nadel, ne? Da sieht man es mega gut. Also super, Stift, top, sehr, sehr gut. Für mich, ja. Also jeder findet so seinen Weg. Also mein Weg ist First Step immer die Pinzette, also aber nur diese Pinzetten. Und den Stift finde ich auch toll. Also da bin ich jetzt echt, den finde ich gut. Bin ich begeistert. Ich weiß halt nur nicht, müsste man mal gucken, muss ich mal auf der Seite gucken. Die Seite ist www.saramond.de. Muss ich gucken, ob es da dieses Wachs hier dann auch nachzukaufen gibt, ne? Das schaue ich mir mal an. Ja, wie gesagt, nochmal von mir, also absolute Empfehlung. Die Klebefläche sieht gut aus, da sind keine Blasen drin, also zumindest mal nicht, wo ich geguckt habe. Legende ist sehr schön groß, die sehe sogar ich ohne Brille. Die Steine nochmal mega, super verpackt. Ja, was soll ich noch sagen? Ich werde das Diamond Painting machen. Das kann natürlich alles, das dauert bei mir alles immer länger, ne? Aber ich werde es euch auch zeigen, wenn es fertig ist. Und ich habe ja gesagt, ich gucke, dass ich euch, ich mache das hier mal nochmal aus, ich gucke, dass ich euch einblende, das Foto, wie es halt wirklich aussieht, ne? Diese Elfe oder Fee oder was auch immer es ist. Ja, und dann, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo. Und drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ich werde im Anschluss noch in Ali Hall drehen. Da habe ich so ein paar Sachen gesammelt. Ja, und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch nochmal sehr bei Saramond, dass sie mir dieses Diamond Painting zur Verfügung gestellt haben. Und ich hoffe, ich habe es zu deren Zufriedenheit vorgestellt. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sage ich bis bald und besucht mal die Seite, ne? Sucht euch mal dort. Da gibt es ganz, ganz schöne Motive. Auch für Kinder zum Beispiel, ne? Zu Weihnachten. Ja. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.